Hier ist ein gutes Beispiel, um festzustellen, in welchem Zustand die Shellackschicht ist. An dieser Stelle sind Ölverschmutzungen. Und wenn die jetzt gereinigt werden sollen, könnte ich mit dem UV-Licht überprüfen, ob ich tatsächlich nur das Öl entferne, das ziemlich hartnäckig ist, oder die Shellackschicht beschädige. Ich muss also immer wieder die Fläche anstrahlen, um zu sehen, welchen Erfolg die Reinigung hat. Hier sind jetzt sehr starke und dicke Ölverkrustungen, die ich jetzt versuche mit Ballistol vorsichtig wegzureiben. Man sieht, dass einiges am Wattestäbchen hängen bleibt. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist eigentlich was für Restauratoren. Und ich muss versuchen, nur diese hartnäckige Verkrustung abzutragen, aber nicht den eigentlichen Shellack und schon gar nicht die Bemalungen bzw. das hauchdünne Dekor. Und leider ist es nötig, etwas fester zu reiben, sonst passiert da nicht viel. Aber die Schicht, die schwarze Schicht trägt sich langsam aber sicher ab. Hier ist jetzt Geduld gefragt. Hier, das geht wunderbar. Es sind Stellen, die gehen sehr leicht ab. Und je nach Verschmutzungsgrad etwas weniger. Gut. Also hier ist die Verschmutzung schon fast weg.
Also ich habe schon einiges ausprobiert. Petroleum ist meiner Meinung nach nicht so geeignet. Es ist doch etwas aggressiver. Ballistol kommt dem Nähmaschinenöl noch am nächsten, ist aber etwas wirkungsvoller. Einiges verschwindet. Hier, das ist einfach sehr dick. Da muss man Schicht für Schicht hauchdünn abtragen, ohne zu viel zu scheuern. Aber es kommt immer mehr Farbe zum Vorschein. Also, solange beim Abtragen dieser schwarzen Schicht, dunkelbraunen Schicht, die grüne erhalten bleibt, also der Shellack, solange ist alles in Ordnung. Wenn aber unter der braunen Schicht keine grüne mehr ist, dann hat man ein Problem. Das heißt, dass der Shellack abgetragen ist und das Dekor frei liegt. Und das wäre schlecht. Ich meine auch, dass unter Umständen nicht alle Verschmutzung beseitigt werden kann. Möglicherweise ist einiges so stark in den Schellack eingedrungen, dass es nicht mehr zu entfernen ist. Oder nicht ohne Beschädigung. Also lieber nicht zu viel. Dann bleibt einfach ein Rest dieser Patina erhalten. Ist auch nicht schlecht.
Wer weiß, welches Öl zum Schmieren der Maschine benutzt wurde? Vielleicht mit Säureanteil, der einfach den Schellack angegriffen oder beschädigt hat. Und das ist dann sehr schwer zu entfernen. Aber lieber ein bisschen Decals mit braunem Überzug als gar keine Decals mehr. Und das mit Gold wieder auszubessern, wäre sehr aufwendig und mühsam. Also lieber hier etwas mehr Zeit investieren.